Mir wurde in der Pause, wurden mir zweimal eine Frage gestellt, die ist total berechtigt, total berechtigt. Ich hätte sie eigentlich vorher schon erklären sollen. Wenn ich jetzt etwas, eine falsche Entscheidung getroffen habe, okay, und ich habe keine Schuldgefühle, dann könnten wir die Gefahr eingehen, dass ich die gleiche Entscheidung wieder treffe, stimmt's? Nochmals, ich habe nicht gesagt, dass ich es mir nicht ansehe. Ich sehe mir sehr wohl an, was ich getan habe. Ich schaue hin und sage, schau mal, das würde ich nicht mehr so machen. In Zukunft mache ich das anders, treffe ich eine andere Entscheidung. Ich schaue mir das an als einen guten Zustand, ich schaue mir das nüchtern an und triff meine Entscheidung. Versteht ihr das? Somit habe ich daraus neue Erkenntnisse gewonnen, ein neues Sein definiert. Die negativen Gefühle sind sinnlos. Es sich anzusehen, total sinnvoll. Wenn dann oft jemand zu mir sagt, wenn ich sage, ah, das, da habe ich einen Fehler gemacht, das würde ich nicht mehr so machen, dann sagen viele, hast aber. Sag ich, und? Und? Nochmals, wir werden immer Entscheidungen treffen, die vielleicht besser zu treffen sind. Natürlich habe ich es nicht gemacht zu diesem Zeitpunkt, weil ich es nicht besser wusste. Jetzt haben wir das angesehen und sagen, hey, in Zukunft würde ich das gerne so machen, würde die Entscheidung treffen. Dann stellt sich nicht die Frage, ob jemand sagt, warum hast du es nicht damals getroffen? Versteht ihr die Frage? Die ist so hirnlos wie nur irgendwas. Wenn ich es ja gewusst hätte, hätte ich es ja getan. Ich bitte jetzt die Dame auf die Bühne, wo wir heute den kinesiologischen Test gemacht haben. Hallo Christina. Hallo Christina. Christina ist wieder da. Ihr kennt noch die Christina? Schön. Christina, hast du die Entscheidung getroffen, dich von Schuldgefühlen zu befreien? Ganz klar, ja. Definitiv, ja? Definitiv, komm, wir machen mal nochmal den Test deiner Stärke. Okay? Wieder hoch, wir testen ganz normal, denk an was Schönes. Gut? 1, 2, 3 und los. Okay, das Gleiche wie zuvor. Jetzt denkst du ruhig an damals, diese war vielleicht nicht ideale Entscheidung. Okay? Arm raus. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Es ist euch vielleicht noch nicht bewusst, aber ich gehe davon aus, der Großteil von euch spürt bestimmt jetzt im Moment schon eine Veränderung in euch. Es ist Ballast abgefallen. Es ist eine gewisse Leichtigkeit. Stimmt's? Es kommt eine gewisse Freude auf. Man bewegt sich leichter. Jetzt kommst du wieder zu deinem Ursprung, zum Ursprungssein Mensch. Jetzt beginnst du zu leben, wie es geplant war. Und nicht etwas Erfundenes, nochmal, es ist erfunden von Menschen, zu leben. Aber wir treten aus diesem Paradigma aus. Wir sind raus aus der Schuld. Wir haben Erkenntnisse, wir verändern. Aber wir leiden nicht Jahre an so etwas. Spürt diese Veränderung, sie ist wichtig, weil dann könnt ihr erfahren, wie sich jetzt alles dreht. Und ich möchte es euch nochmal sagen, ich entlasse euch nicht morgen, indem dass ich sage, ihr müsst 10 Punkte befolgen. Nein, du musst gar nichts befolgen. Geh morgen raus und lebe. Und ich verspreche dir, dein Leben dreht sich um 180 Grad. Jetzt, Schuldgefühle haben wir hinter uns. Jetzt packen wir das Monstrum an. Wir gehen jetzt auf das, was die Welt krank macht, was die Welt umbringt, was die Welt verrückt macht, was die Welt, wo es uns lähmen lässt, wo es uns den Atem stockt, wo wir nicht mehr frei atmen können, was uns nach unten zieht. Und das ist die Angst. Und von der Angst, da brauche ich euch nicht beschreiben, was das ist. Das, glaube ich, wissen wir alle, oder? Kennen wir diese Ängste, wenn man daran denkt und man sagt, Gott, Gott. Könnt ihr euch ein Leben überhaupt ohne Ängste vorstellen? Ich glaube, nein. Aber ihr werdet es erleben, ihr werdet es erleben, ihr werdet in dieser Stunde eure eigene Angst überwinden. Aber nicht,
weil ihr mutig seid. Es heißt immer, der Mutige hat keine Angst. Der Mutige heißt deswegen der Mutige, weil er die Angst übersteigt. Versteht ihr? Weil er eine Entscheidung trifft, sich löst von Ängsten ein ganzes Leben. Um das zu verstehen, schauen wir uns an, welche Angst meine ich? Es gibt eine Angst, die ist gut. Und die meine ich nicht. Das ist jene Angst, wenn du auf dem Hochhaus stehst, 10 Stockwerke, und du meinst, du kannst runterfliegen und du bekommst eine gewisse Ehrfurcht und eine Angst, dann würde ich sagen, gut, sehr gut, ich liebe diese Angst, die hat mich bewahrt. Könnt ihr damit mitgehen? Die meine ich nicht. Ich meine andere Ängste. Und zwar meine ich jene Ängste, die nicht existent sind. Was meine ich? Eine Angst ist nicht existent. Wir haben hier die Vergangenheit. Hier haben wir die Zukunft. Und hier ist die Gegenwart. Okay? Viele Ängste, also Ängste, die nicht natürlichen Ängste, kommen aus 3 Faktoren. Faktor Nummer 1. Es hat uns jemand erzählt, wenn wir das oder jenes erleben sollten, dass das grausam ist, dass das schmerzhaft ist, dass das unüberwindbar ist, dass es das Schlimmste ist, was er je in seinem Leben erlebt hat. Wir übernehmen diese Meinung und transportieren sie auf uns. Machen wir ein Beispiel, damit ihr das versteht. Irgendwann einmal hatte ich eine ganz große Zahn-OP vor mir. Und mir hat jemand erzählt, er hat das Gleiche gemacht. Es war das Schlimmste seines Lebens. Es war ein Märtyrum von 3 Jahren. Es war unerträglich, die Schmerzen, alles dort überhaupt zu überleben. Als ich in diese Situation kam, um die gleiche Zahn-OP oder eine ähnliche machen zu lassen, kam natürlich bei mir die Wahrheit von dem hoch. Logisch, oder? Leute, versteht ihr? Wir müssen mal eine Entscheidung treffen. Willst du die Erfahrungen anderer leben oder möchtest du deine eigene Erfahrung machen? Ich stelle die Frage nochmals. Willst du immer die Erfahrungen anderer leben oder möchtest du deine eigene Erfahrung machen? Ich hatte damals die Möglichkeit gehabt, dort einzutauchen, wie es jeder Mensch macht. Und ich habe gesagt, er hat so empfunden. Schauen wir mal, wie es ich empfinde. Und ich darf euch sagen, ich habe so gut wie gar nicht gelitten. Das war gar nichts. Für mich war das, ja gut, ich kann mir schönere Dinge vorstellen, um Gottes Willen. Aber das war für mich jetzt kein Drama, ehrlich nicht. Ich hätte aber auch seine Wahrheit leben können. Ich hätte Tage zuvor von der Angst bereits erstarrt sein können. Die ganze Zeit, wo ich wusste, es kommt auf mich zu, hätte ich diese Angst leben können. Versteht ihr, es erzählt uns jemand, was er erlebt hat aus der Vergangenheit. Und wir transportieren dieses Angstgefühl bereits jetzt in die Gegenwart und somit in die Zukunft. Wir haben noch gar keine OP. Es ist noch gar nichts passiert. Es ist noch ein halbes Jahr vielleicht darauf hin. Aber wir leben jetzt bereits ein halbes Jahr in der Angst, weil uns jemand erzählt hat, wie schlimm es ist. Wir tauchen in diese Angst. Wir leben seine Erfahrung. Wir leben nicht unsere Erfahrung. Und sagen, es ist normal. Und leiden ein halbes Jahr zuvor, ein Jahr zuvor manchmal, ein ganzes Leben lang, an einer sogenannten Angst, die jemand gesagt hat, dass es so ist. Angst Nummer 1, Beredung von anderen. Kommen wir zu Angst Nummer 2. Angst Nummer 2 ist dein Unterbewusstseinsgefühl. Nochmal, erster Angstbringer oder einer davon ist die Beredung, die Erfahrungen von anderen. Löst euch davon, weil sonst leben wir immer. Nicht unser Leben, wir machen nicht unsere Erfahrungen. Wir erleben die Erfahrungen der anderen Menschen. Tolles Abziehbild. Ich habe mich irgendwann in den jungen Jahren entschieden, ich will meine eigenen Erfahrungen machen.
Ich möchte es selbst erleben. Kommen wir zum zweiten Punkt, Unterbewusstseinsgefühle. Ihr werdet jetzt dann Ihr werdet heute etwas tun, was für mich sogar mehr als vorstellbar ist. Ich habe es ja geschafft, vielleicht als einer der wenigen auf dieser Welt, dass er Menschen über einen Glasscherbenteppich führt, ohne mentaler Vorbereitung. Einfach so. Wir haben dazu, wer auf dem letzten Day of Change war, der Gefühlsalchemist, haben wir eine Technik. Da schnippst du zwei, dreimal in die Finger und dann bist du dazu in der Lage. Ihr werdet ohne der Technik gehen. Ihr werdet nur gehen, weil ihr die Angst abgestellt habt. Versteht ihr? Ihr geht einfach ohne Vorbereitung, ohne irgendeiner Technik. Geht ihr einfach darüber und erfahrt euch selbst. Wie ist es, wenn ich als angstfreier Mensch lebe? Das ist nicht vorstellbar. Ihr werdet es tun. Wahrscheinlich in 20 Minuten werden die Ersten darüber gehen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bekomme Angst, ich bekomme jetzt wirkliche Angst, dann sage ich euch den Hauptgrund, warum ihr Angst haben, überhaupt Angst habt. Wollt ihr ihn hören? Euer Unterbewusstsein sieht sich jetzt mit der Herausforderung konfrontiert. Right? In dem Moment geht dein Unterbewusstsein in die Vergangenheit, nochmal, Unterbewusstsein kann nie in die Zukunft schauen. Das wird immer verwechselt, es wird immer gesagt, Unterbewusstsein kann dir sagen, wie es in Zukunft läuft. Ah, wenn dir das jemand sagen kann, dann ist es da oben irgendwas. Was weiß ich, deine Seele, dein Ratgeber, dein hohes Ich, egal was auch immer. Dein Unterbewusstsein ist ein reiner Mechanismus, der bereits erforscht ist. Er ist nur für die Aufzeichnung der Vergangenheit verantwortlich. Er geht in die Vergangenheit und holt zu Glasscherben etwas hervor. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Erlebnis hattest, wo du dich irgendwann mal geschnitten hast. Du gingst einfach durch deine Wohnung, es ist ein kleiner Splitter am Boden. Kennt ihr das? Wir sehen ihn nicht, wir treten drauf und wir bluten. Oder so eine kleine Scherbe in der Spülung. Du kommst dran und zack, haben wir uns geschnitten. Kennen wir das? Vielleicht haben wir Schlimmeres erlebt. Vielleicht sind wir mal zusammengefallen und haben auf Gläser und haben uns irgendwas zerschnitten. Es holt das Erlebnis der Vergangenheit in die Gegenwart. Verstanden? Nochmals? In dem Moment, wo ich mich mit etwas konfrontiert sehe, geht mein Unterbewusstsein in die Vergangenheit und sagt, was habe ich zu diesem Erlebnis? Und jetzt kommt hoch, du hast dich damals geschnitten in der Badewanne, du hast nicht aufgepasst, du konntest den Tag nicht gehen, du hattest fürchterliche Schmerzen und genau dieses Gefühl von damals projizieren wir jetzt auf dieses Erlebnis. Verstanden? Frage, ist es berechtigt? Bist du in der Badewanne? Hattest du damals Sorgen und Ängste? Hast du es heute in 10 Minuten nicht mehr? Bist du heute noch der gleiche wie damals? Versteht ihr? Wir verwechseln Äpfel mit Birnen. Ein Unterbewusstsein kann nicht logisch denken. Es projiziert nur das Nahverwandte mit Gefühlen in die Gegenwart. Und somit bauen wir jetzt eine Angst auf, die für damals vielleicht okay und berechtigt ist. Aber heute ist ein anderer Tag. Wir sind ein anderer Mensch. Es ist eine andere Situation. Wir haben uns befreit von Sorgen und wir haben uns befreit von Ängsten. Und jetzt ist die Frage, möchte ich diesen Vorschlag, hör genau zu, den Vorschlag, es ist nicht mehr, den Vorschlag von meinem Unterbewusstsein so annehmen und leben. Und ich sage, nein, nehme ich nicht an. Ich möchte jetzt erfahren, was passiert heute. Ich habe mich verändert. Ich möchte meine eigene Erfahrung machen. Wenn es so sein soll, dass es wieder so ist, ich kann damit leben.
Ich will meine eigenen Erfahrungen machen und nicht die Erfahrungen leben, die mein Unterbewusstsein mir gibt. Versteht ihr dieses Prinzip? Menschen sagen immer, ja, aber in dem Moment bekomme ich Angst. Sage, wo ist diese Angst? Ja, im Bauch. Dann sage, und? Dann sagen sie, ja, mein Bauchgefühl hat immer recht. Mein Gott, wie ungebildet sind wir. Menschen verwechseln zwischen Unterbewusstseins-Blabla-Gefühle und Intuition, sprich eine Eingebung. Das ist ein Riesenunterschied. Wollt ihr wissen, wie man das unterscheiden? Du musst nichts wissen, weil eine Intuition, wenn das irgendjemand durchgibt, und das habt ihr schon oft erlebt, wo ihr eine Eingebung habt, eine Idee habt, ein Gefühl habt, das von irgendwoher kommt, das trifft dich so, dass es unverhandelbar ist. Das weißt du dann. Da wird nicht diskutiert. Das ist unverhandelbar. Das ist deine Intuition. Du musst dir überlegen, du wirst es erfüllen. Dieses Gefühl im Bauch, ich habe irgendwie Angst, das ist Unterbewusstseins-Blabla. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, nicht von den Gefühlen des Unterbewusstseins leiten zu lassen. Es sind Vorschläge. Ich bin dankbar für die Vorschläge. Aber ich habe jeden Tag, zu jeder Minute, zu jeder Sekunde die Wahl, ob ich sie annehme oder meine eigene Erfahrung lebe. Ich hoffe, ihr gehört zur zweiten Kategorie. Der dritte Angstbringer. Jeder von uns hat ein Gehirnteil, das nennt sich das Reptiliengehirn. Es wird auch genannt das Instinktgehirn. Man sagt immer, die Wissenschaft sagt, es ist das älteste Gehirn bei der Entstehung des Menschen. Wir hatten damals keinen logischen Verstand und viele andere Gehirnteile nicht. Dieses Reptiliengehirn ist dazu da, dass es uns vor möglichen Gefahren warnt. Das heißt, Steinzeit, taucht mit mir ein. Du hörst es im Gebüsch rascheln. Du möchtest voller Neugier darauf zulaufen, aber dahinter könnte Säbelzahntiger stehen und dich auffressen. Deswegen geht das Reptiliengehirn her und warnt dich mit Angst. Es bedroht dich mit Todesangst, damit du überhaupt am Leben bleiben kannst. Und das ist wichtig. Nur, das Reptiliengehirn mischt sich heute noch genauso ein wie damals, als wir nur das Reptiliengehirn hatten. Dass wir heute einen freien Verstand haben, dass wir heute ein emotionales Gehirn haben, dass wir heute Gefühle selbst erzeugen können, weiß das Reptiliengehirn nicht und führt sich immer noch auf als der einzige Berater. Also, die Angst kommt entweder von Beredung anderer, zweitens durch Erlebnisse aus der Vergangenheit, drittens die Warnung vom Reptiliengehirn. Und auch das ist ein Vorschlag. Das ist ein Vorschlag des Reptiliengehirns, zurückzuweichen. Ich kann ihn annehmen. Oder ich will die Erfahrung selbst machen. Versteht ihr das? Ich habe den freien Willen zu sagen, ich möchte diese Erfahrung selbst machen. Mein Reptiliengehirn kann nicht logisch denken, mein Unterbewusstsein kann nicht logisch denken. Aber ich kann logisch denken und ich kann und habe die Wahlfreiheit, täglich Entscheidungen zu treffen, so wie ich es will. Und wenn mich jemand fragt, wie lange muss die Entscheidung im Leben halten, sage ich, bis ich eine neue Entscheidung getroffen habe. Ist immer witzig, wenn Menschen sagen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, musst du immer dabei bleiben, papalapap. Ich habe eine Entscheidung getroffen für den Moment, außer ich treffe eine neue Entscheidung. Verstanden? Wir haben die Kraft der Entscheidung und das wird von den Menschen immer wieder unterschätzt. Nochmals, Ängste kommen entweder durch eine Beredung. Das heißt, so und so kann das werden. Das heißt, er sagt, wenn du das erlebst, wirst du fürchterliche Schmerzen haben und wir gehen bereits in diese Angst hinein. Wir projizieren es von der Zukunft in die Gegenwart. Oder mein Unterbewusstsein sagt, hey, du hast schon mal so ein Erlebnis gehabt, das war nicht angenehm. Und wir projizieren diese Angst der Vergangenheit wieder in die Gegenwart.
Mein Reptiliengehirn möchte mich mit einer gewissen Angst warnen, was ja seine Aufgabe ist. Und wir projizieren schon wieder den Vorschlag des Reptiliengehirns in die Gegenwart. Verstanden? So, jetzt die Frage, Ladies and Gentlemen. Gegenwart, das Vorhaben ist vielleicht in 20 Minuten für euch real. Und wenn ihr jetzt Angst habt, dann sage ich, wieso jetzt? Bist du jetzt in Sicherheit? Sitzt ihr jetzt dort? Könnt ihr euch genau jetzt schneiden? Nein. Warum habt ihr denn dann jetzt Angst? Es reicht, wenn ihr Angst habt, wenn ihr davor steht. Das reicht. Aber jetzt darunter zu leiden, sich nicht mehr auf die Gegenwart konzentrieren zu können, uns vom Leben abhalten zu lassen, vom Spaß abhalten zu lassen, ist sinnlos und nutzlos. Und wie sagt meine Frau oft zu mir, ja, was ist, wenn es doch so wird? Dann sage ich, das schauen wir uns an, wenn es zu weit ist. Aber ich werde mir nicht heute schon Angst machen für etwas, wo ich nicht einmal weiß, ob ich es erleben werde. Versteht ihr diese Sinnlosigkeit? Weißt du, wenn du dich dem hingibst, beschränkst du ungefähr 90% deiner Ressourcen und Möglichkeiten. Weil wir immer wieder Nein sagen, weil wir immer wieder Angst haben. Ich habe einen Spruch gehört, das Leben ist eine Anhäufung von verpassten Möglichkeiten. Es bieten sich so viele Möglichkeiten nach unseren Wünschen und Träumen. Und wir nehmen sie nicht, weil wir Angst haben, es könnte nicht funktionieren. Wir könnten Angst haben zu versagen. Wir könnten Angst haben, uns zu erfahren. Und wenn wir gar keine Angst haben, dann sagen Menschen, ich habe Angst vor der Angst. Und ich sage, alles, was ihr euch einbilden könnt, ist real. Leidet darunter, macht es. Habt heute bereits Angst, was in 5 Jahren passiert. Leidet heute darunter. Es ist sehr logisch. Ich habe entschieden, ich werde ein Leben ohne Ängste führen. Und ich verspreche euch, wenn ihr eure Ängste überwindet, überwindet ihr das bisherige Leben. Ihr werdet die Möglichkeiten und die Chancen nicht nur erkennen, sondern ihr werdet sie nutzen. Ihr werdet die Kraft in euch fühlen. Diese unglaubliche Kraft, die in jedem Menschen liegt, weil er eine freie Entscheidung trifft. Wo er sich erhebt über die Materie, wo er darüber hinausgeht von dem, was eigentlich vorstellbar ist. Dafür bist du auf dem Planeten. Und dich nicht einzureihen, was Milliarden von dir bereits erlebt haben und so tun. Das heißt nicht, wenn es alle tun, dass es richtig ist. Schauen wir uns mal an, wie kann ich so eine Angst überwinden? Würde euch das interessieren? Andere Frage, wollt ihr überhaupt ein angstfreies Leben haben? Ja. Seid ihr euch sicher? Ja. Kriege Gau! Ja. Na komm, kriege Gau! Ja. So, jetzt schauen wir uns an. Als allererstes, wenn ihr die Angst verspürt, im Moment bist du noch in Sicherheit. Ich akzeptiere die Angst. Manche wollen die Angst immer leugnen. Nein, wenn ich jetzt Angst habe, was in einer halben Stunde passieren könnte, dann akzeptiere ich das und sage, schau mal her, wie ich funktioniere. Mein Unterbewusstsein triggert mich voll mit dem alten Erlebnis. Das ist doch cool. Beobachtet euch, akzeptiert die Angst, wir sind Menschen. Bisher hat euch nie einer gesagt, dass Angst Blödsinn ist. Heute dreht sich das Leben. Heute ist der Day of Change und nicht die Vergangenheit. Also, akzeptiert, dass wir Schiss haben. Ich finde das geil. Wir werden heute noch was machen, da mache ich meistens den ersten. Ich muss mittlerweile nicht mehr sein. Und dann stehe ich immer dort und mache, warum schon wieder? Das wäre gleich eine große Herausforderung. Und dann könnt ihr voll über mich lachen, weil ich sage, schau dir das an, jetzt kriegst du, alter Hase, Knieschlottern. Schau mir das an, wie das funktioniert, ich finde das geil. Lacht, schaut euch eure Angst an und lacht darüber. Im Moment, sage ich mir immer, bin ich ja in Sicherheit. Ihr habt alle eure Schuhe an, stimmt's? Oder fast alle. Ihr habt aber keine Glasscherben unter euch liegen, stimmt's? Warum solltet ihr jetzt Angst haben? Wieso? Jetzt bist du in Sicherheit. Wenn du dir Angst machen möchtest, dann mach es in dem Moment, wo du davor stehst. Unmittelbar und du musst jetzt die Entscheidung treffen, zu gehen oder nicht. Jetzt kannst du Angst haben. Jetzt, von mir aus ist sie berechtigt. Aber vorher, nein. Habt ihr das verstanden? Gut.
Zweiter Punkt, ich schaue immer mal zu kurz, woher kommst denn du eigentlich? Und wenn mir das gleich einfällt, ist das gut. Und zwar ist es so, ich denke mir, woher kommst du? Und dann auf einmal merke ich, ja, weil ich das damals das Erlebnis hatte, wo ich mich da enorm geschnitten habe. Sag ich, ja, da kommt die Angst, jetzt weiß ich es. Oder weil es Reptiliengehirn ist und möchte mich warnen. Oder weil ein Dritter gesagt hat, tu sowas nie, das ist ganz gefährlich. Das sind alles nicht meine Erfahrungen, gell? Also nochmal, erstens, du bist in Sicherheit. Zweitens, ich nehme diese Angst auch an. Drittens, woher kommst du? Unterbewusstsein, Beredung oder Reptiliengehirn? Aber ich muss nicht suchen, sondern das fällt dir gleich ein. Nicht suchen. Kommen wir auf den dritten Punkt. Und jetzt treffe ich die Entscheidung, ob ich diese Erfahrung selbst machen und erleben möchte oder nicht. Das ist keine Verpflichtung, das ist eine freie Wahl. Du kannst ja auf einem Glasscherbenteppich stehen und sagen, ich will es nicht machen. Dann ist nicht. Passt, gut. Wir werden ja nicht gezwungen. Wenn aber der Reiz und die Motivation kommt, dass du sagst, aber mir wird das jetzt interessieren, ob ich das hinbekomme, ohne Schaden. Das möchte ich jetzt wissen. Dann sage ich, dann geh und dir wird nichts passieren. Ihr müsst an dem Punkt dann die Entscheidung treffen. An dem Punkt, du darfst bis zu einem Millimeter davor stehen und kannst sagen, no, jetzt habe ich mir das überlegt, ich gehe nicht. Wenn aber die Motivation hochkommt, wisst ihr, von welchem Gefühl ich da rede? Die Motivation in so einem Moment, wo die anderen nicht mehr können, wo sie in die Luft abdreht, spürst du eine gewisse Motivation und Freude, könnt ihr euch das vorstellen? Ich gebe euch noch einen Tipp, das üben wir noch gemeinsam. Nehmt da mal eine Frage, wer hat denn alle Angst vor dem Glasscherbenlauf? Wer hat Angst vor dem Glasscherbenlauf? Schön. Für die Leute, die Hand nicht gehoben haben, sucht euch eine andere Angst aus. Ihr habt noch mehrere Ängste. Ängste vom Versagen, Ängste zu verlieren. Irgendwie sucht euch irgendeine Angst aus. Habt ihr die? Schließt ihr mal die Augen. Frage, wo ist denn die Angst? Antwort, entweder im Bauch oder mit einem drückenden Gefühl an der Brust. Stimmt's? Gut, fühlt sich dieses Gefühl, wenn ihr an diese Angst denkt, frei und offen an oder beengend und zusammenziehend? Das Zweite, gell? Gibt euch das freudige Gefühle oder negative Gefühle? Negative Gefühle. Wie sieht das aus? Wenn das ein Gegenstand wäre, ist der hell und freudig oder ist der dunkel? Dunkel, stimmt's? Wenn ihr daran hinklopfen würdet, macht es Bing oder macht es Pumpf? Pumpf, gell? Wenn ihr daran riechen würdet, wäre das ein Rosenduft oder stinkt es? Stinkt, oder? Es ist fürchterlich. Komm, wir nehmen diese Angst, okay? Und die Angst ziehen wir jetzt wieder hoch, circa 20 cm nach oben. Ready? 1, 2, 3, Nummer 1. 2. Und 3. Jetzt ist irgendwo im Brust- oder Halsbereich, stimmt's? Wie fühlt es sich jetzt an? Merkt ihr, wie ihr das verändert? Merkt ihr, dass es heller wird? Merkt ihr, dass es weiter wird? Merkt ihr, dass es leichter wird? Merkt ihr, dass es allmählich eine gesunde Form annimmt, eine gesunde Farbe? Merkt ihr die Veränderung? Komm, wir ziehen es hoch, wir ziehen es jetzt in den Kopfbereich. 1, 2 und 3. Merkt ihr, wie es heller wird? Merkt ihr, wie ihr freier wird? Merkt ihr, wie sich die Angst verliert? Merkt ihr, wie sich die Logik einschaltet? Merkt ihr vielleicht sogar, dass ihr ja schon eine Freude habt, es zu erleben?
wie ihr dort mit dieser Situation umgeht. Los, wir ziehen es jetzt in den Scheitelbereich. Eins. Ganz hoch. Zwei. Und drei. Merkt ihr, wie die Angst verliert? Merkt ihr, wie die Freiheit zu spüren ist? Merkt ihr, wie ein Grinsen aufkommt? Merkt ihr, wie eine kleine Freude sich entsteht? Merkt ihr, dass vielleicht ein Reiz sich bildet? Das macht ihr. Und jetzt ab in die Krone damit. Eins. Zwei. Und drei. Somit verändern wir die Angst. Habt ihr das gesehen? Und jetzt könnt ihr eine Entscheidung treffen. Jetzt könnt ihr es tun. Wann immer ihr in einer Situation seid, wird sich das Unterbewusstsein melden oder das Reptiliengehirn. Alles gut, damit rechnen wir. Ich schaue mir es an und ich treffe eine neue Entscheidung und ziehe die Angst einfach hoch. Dauert eine Sekunde, fünf Sekunden und es verändert sich mein Leben. Ich möchte dir jetzt Menschen nach vorne bitten, die wirklich von sich sagen, ich habe Todesangst, noch Todesangst vorm Glasscherbenlauf. Haben wir da jemand? Wenn ja, vielleicht zeigt ihr euch, wer hat wirklich Todesangst vorm Glasscherbenlauf? Zeigt es, es ist keine Schande. Einer, ich nehme euch das nicht ab. Zwei, kommt jetzt. Das ist ganz normal. Kommt zu mir, alle, die mit Todesangst kommen, zu mir. Bleibt einmal stehen, gar nichts. Also, merkt, es sind mehr wie drei. Und donnernden Applaus für diese Ehrlichkeit. Super. So, ihr lauft noch nicht. Ihr lauft noch nicht. Ihr Zuseher, das ist ein einmaliges Schauspiel. Wir sehen jetzt zu, wie es diesem Menschen im Moment geht. Okay? Achtet auf ihre Physiologie. Achtet, wie die Haut aussieht. Wie entspannt sie sind oder unentspannt. Ob vielleicht die Pupillen nach vorne gehen. Ob sie beginnen zu schwitzen, zu stottern. Schaut euch einmal an, was die Angst mit uns tut. Schaut euch das mal an. Habt ihr Angst? Also ich hätte brutale Angst. Die sind frisch geschlagen. Wenn ihr wollt, so schlagen wir nur ein paar Flaschen live, damit es hört, damit es richtig reicht es. Okay, jetzt sagt einmal selber, wie es euch geht. Ist die Atmung frei? Fühlt ihr Leichtigkeit? Beginnt ihr zu schwitzen? Innerlich unruhig zu sein? Die Lippen werden trocken? Versteht ihr? All das macht eine vorgestellte Angst. Merkt aber, wie das uns lähmt, was das mit uns macht. Ihr seid ja noch total in Sicherheit. Warum denn jetzt? Versteht ihr, wie die Angst funktioniert? Sie bringt mich jetzt, wo alles nur schön und gut ist. Und ihr müsst ja auch nicht gehen. Bringt mich bereits in diesen Worst Case hinein. Ohne Grund. Ihr leidet jetzt, obwohl ihr in Sicherheit seid. Was sagt ihr über diese Situation? Ist doch doof, oder? Ist doof, oder? Schau mal. Und bitte? Schau mal. Ellen sagt gerade voller weinerlicher Stimme und kann gar nicht mehr richtig atmen. Ich hänge noch in der alten Angst. Ellen, super, genauso geht es uns allen. Das ist normal, ihr müsst es jetzt mehr akzeptieren. Es ist einfach mal was Erlebtes gewesen zum Beispiel. Das projiziert sich jetzt in die Gegenwart und jetzt stehen wir dort. Versteht ihr? Nochmal, alles gut, alles richtig. Nur du bist heute nicht mehr du. Wir sind heute andere Menschen. Ihr habt euch bereits von der Schuld befreit.
Ihr wisst jetzt, wie wir uns von der Angst befreien können. Es ist ein anderer Tag, es ist eine andere Situation. Versteht ihr, lasst die Projektion nicht zu. Wir akzeptieren die Angst. Es ist keine Schande. Nochmal, uns allen geht es so in gewissen Situationen. Da schaltet das Gehirn aus, wir können nicht mehr denken. Könnt ihr das? Das sind die Momente, wo es uns vom Leben abbringt. Aber jetzt kommt der große Moment. Ellen, ich möchte mit dir beginnen, wenn es geht. Weil du siehst mir so aus, als hättest du die größte Angst. Und das ist gut so. Komm mal mit. Schaut, Ellen, schau mal her. Du akzeptierst die Angst, okay? Das ist okay, wir haben die Angst. Wir wollen sie nicht wegtun. So, die Angst kommt aus der Vergangenheit. Es hat nichts mit heute zu tun. Du darfst jetzt die Entscheidung treffen und sagen, nee, das lassen wir jetzt, ich gehe nicht drüber. Die Frage ist jetzt eines, zuhören. Ellen, kannst du die Entscheidung treffen und willst du die Entscheidung treffen, deine eigene Erfahrung zu machen, dich für immer von der Angst befreien, dich darüber zu erheben? Ellen, vertraust du mir? Und wenn nicht, dann klatscht es meine, hat es gesagt. Ellen, komm, gehen wir gemeinsam. Ist das nicht geil? Frisch geschlagene Glasscherben, trotz Erlebnis, die Entscheidungsfreiheit und die zu nehmen und zu treffen für die eigene Erfahrung. Und jetzt, dieses prägende Erlebnis, wird Ellen nie wieder in ihrem Leben vergessen, das schwöre ich euch. Das prägt dich für immer, deswegen habe ich gesagt, ihr braucht danach nichts tun. Ihr geht in ein Leben und ihr wisst, ihr könnt euch über jede Angst erheben, wenn ihr es wollt. Ist das nicht Freiheit? Ist das nicht Macht? Komm, wer hat noch riesige Angst? Applaus! Thomas, die Angst akzeptieren wir. Ja. Im Moment bist du in Sicherheit. Ja. Kommt die Angst aus der Vergangenheit? Erlebt es? Ja? Super. Magst du die Entscheidung treffen, durchzugehen? Ja. Wo ist denn im Moment die Angst? Da? Da. Atme jetzt mal schnell hoch. Eins. Zwei. Wir ziehen es bereits in den Scheitel. Verändert sich was? Magst du die Entscheidung treffen? Ja. Thomas, let's go. Das ist Angstüberwindung. Versteht ihr aber logisch, es sich anzusehen. Sich einzugestehen, eine neue Entscheidung zu treffen, sich über die Angst zu erheben. Das ist Freiheit, das ist Leben, das ist Zukunft. Jetzt können wir beginnen, Mensch zu sein. Ihr habt drei Bahnen, ihr wisst, wie es geht. Ihr und auch ihr dürft jetzt die Erfahrung machen. Wir sehen uns wieder um 16.45 Uhr nach der Pause. Also wenn ihr fertig seid, geht ihr in die Pause. Wir sehen uns um 16.45 Uhr hierinnen und beginnen in den nächsten Bahn einzusteigen. Ich bin stolz auf euch. Kommt rüber. Hier, ja. Hier rüberkommen. Let's go! Ellen? Komm. Magst du die Erfahrung machen? Ja. Na komm, Ellen, komm. Das ist Todesangst, gell? Das ist so geil. So geil, ich finde die Todesangst für ein geiles Gefühl. Magst du das packen? Ja, ist das jetzt eh schon besser. Ich hatte jetzt echt schon was gebraucht. Ist super. Atmen Sie mal hoch.
Höher. Höher. Merkst du, dass es leichter wird? Noch höher. Ist doch nur Glasscherben. Die anderen können es auch kaufen. Magst du die Erfahrung machen? Komm, geh immer.